Mein Name ist Anja Thiele, ich arbeite für das Kulturbüro Sachsen, Träger der mobilen Beratung für Demokratie gegen Rechtsextremismus und bin dort als Moderatorin und Bildungsreferentin tätig und freue mich sehr heute auf diese Veranstaltung zum transformativen Realismus, denn ja, auch ich sehe es positiv, so wie Ether, ne, in der Krise eine Chance sehen und weiter wie bisher, wer will das schon? Und ich habe schon gesagt zu Marc in der Vorbesprechung, also mich hat er mit seiner Idee bekommen. Es gibt nichts meiner Seite, was ich gegen die Idee des, so wie du es formuliert hast, Marc, des transformativen Realismus einwenden kann. Aber mal schauen, wie das in den nächsten 90 Minuten wird, hier zusammen mit Ihnen und unseren Gästen auf dem virtuellen Podium. Ich möchte Sie gern vorstellen. Wir haben zunächst Marc Sachser, denjenigen, der dieses Buch verfasst hat, um das es heute gehen soll. Marc, du leitest das Asienreferat der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin, warst auch selber schon in verschiedenen Ländern in Asien tätig. Und darüber hinaus bist du als studierter Politologe und Jurist auch Mitglied in der SPD-Grundwertekommission. Darauf freue ich mich sehr. Außerdem haben wir Daniela Kolbe hier. Daniela ist seit 2009 Abgeordnete im Deutschen Bundestag für die SPD und auch seit 2018 als eigentlich studierte Physikerin, so wie, ich spare mir die Seitenbemerkung zu Physikerin im Bundestag, und seit 2018 Vorsitzende der Enquete-Kommission zur künstlichen Intelligenz für gesellschaftliche Verantwortung und wirtschaftliche Potenziale. Genau, auch da bin ich sehr neugierig, inwiefern du das Wissen, das ihr dort auf vielen, vielen Seiten gesammelt habt und in vielen Jahren gesammelt habt, heute zum Thema beitragen kannst. Und außerdem freue ich mich sehr, dass Matthias Ecke heute da ist. Matthias als Europabeauftragter der SPD in Sachsen und studierter Politologe. Das Thema Europa, Marc, spielt ja auch eine wichtige Rolle im Buch. Und insofern freue ich mich sehr auf das, was Matthias dazu unter die Lupe nehmen kann und auch zur Diskussion stellen kann. In diesem Sinne, für die nächsten 90 Minuten wird jetzt zunächst Marc die Thesen und einige Stellen aus dem Buch vorstellen, sodass sie alle mit ins Boot genommen werden können. Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne, Marc, ich übergebe gern das Wort an dich und bin neugierig auf das, was du uns jetzt gleich vorstellen wirst. Ja, vielen Dank, Anja, und vielen Dank an die FES in Sachsen für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass bei dem Wetter so viele gekommen sind. Ich saß selber vorhin schon auf dem Balkon kurz und habe das ein bisschen genossen. Und ich hoffe, nachher ist auch noch schön warm. Trotzdem, glaube ich, wird es ein spannender Abend. Ich habe ja ganz tolle Mitdiskutantinnen, die mir wahrscheinlich gut einen einschenken werden nachher. Ich bin wirklich gespannt auf eure Reaktion. Und natürlich die Diskussion mit Ihnen und euch. Deswegen werde ich es versuchen, ein bisschen kurz zu halten. Das Buch hat ja letztendlich vier Teile. Also am Anfang beschreibe ich das, was ich die Systemkrise nenne, also sozusagen diese Aneinanderreihung und Durchdringung verschiedener Krisenphänomene, die wir im Moment parallel sehen. Dann frage ich, warum davon eigentlich im Moment eher die Rechtspopulisten überall profitieren und nicht die Linke, die diese Krise ja eigentlich seit Jahrzehnten letztendlich vorhergesagt hat. Stelle dann diesen neuen oder nicht so neuen, aber eben diesen Politikansatz des transformativen Realismus vor, worum es da eigentlich geht. Das ist der Hauptteil, auf den ich mich heute auch konzentrieren will. Und dann mal so ein bisschen skizzieren, wie kann sowas aussehen? Ja, wie kann sowas aussehen im Jahr 2021 in Deutschland? Ich habe da ein paar Plattformen mitgebracht, auf denen man Allianzen gründen kann. Also transformativer Realismus zur Überwindung der Systemkrise. Was ist das, diese Systemkrise? Also es gibt eine ganze Menge Krisen. Ich glaube sozusagen die Hauptthese, und ich will die jetzt gar nicht großartig vorstellen, ist, dass diese Krise zusammenhängen und sich gegenseitig verstärken. Das ist, glaube ich, sozusagen das, was ich als Systemkrise fasse. Ich will einmal so eine Rutschbahn durchgehen, um zu sehen, wie das tatsächlich zusammenhängt. Es gibt eine ganze Menge dieser Zusammenhänge, können wir gerne in Diskussion nachher zurückkommen, was jetzt dann die eigentliche Krise ausmacht. Aber nur, dass wir einmal sehen, wie sozusagen die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Systeme sich gegenseitig sozusagen in die Krisenphänomene verstärken. Es gibt ja einige Beobachter,
Die behaupten, und ich schließe mich dem an, dass wir seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Endeffekt im globalen Kapitalismus eine Nachfrageschwäche haben, eine Nachfragekrise haben und letztendlich vieles von dem, was wir politisch gesehen haben in den letzten Jahrzehnten, der Versuch war, diese Nachfragekrise durch das Zuschießen künstlicher Nachfrage zu bearbeiten. Also man hat sich sozusagen Geld aus der Zukunft geborgt, das es eigentlich in der Form noch gar nicht gab, und hat es ins System eingeschlossen, um daraus Nachfrage zu generieren. Eine der Möglichkeiten, das zu tun, ist natürlich die Kreditaufnahme, ist Schulden und die berühmte Kreditkarte. Und da hat es dann zum ersten Mal geknallt, 2007, 2008 mit der Subprime-Krise. Das waren ja im Endeffekt verbilligte Immobilienkredite, was sich dann zu einer globalen Finanzkrise ausgewachsen hat. Damals, wie heute, die Reaktion sozusagen, die Zentralbanken haben die Druckerpresse angeschmissen und haben billiges Geld, Nullzinspolitik auf den Markt geworfen, haben Unsummen von Liquidität in die Märkte gepumpt, die dann aber keine Anlagemöglichkeiten gefunden haben und seitdem eigentlich um den Globus marodieren und schauen, wo sie sozusagen günstige Anlageformen finden. Und vieles dieses Geldes, das sind unvorstellbare Summen, sind in die Vermögenswerte gelaufen. Also die Immobilienmärkte, Sportwagen, Kunst, Rotwein, diese Dinge. Und das ist einer der Gründe, warum sich sozusagen die soziale Schere derartig schnell aufmacht. Wir haben ja das Phänomen, dass quasi das untere Drittel oder die unteren 20% der Bevölkerung ins Prekariat abrutschen und oben eine ganz kleine Elite sozusagen immer reicher wird, vor allen Dingen getragen eben durch die Aktienkurse und die Vermögenswerte, die immer weiter treiben. Das heißt also, es ist soziale Ungleichheitsphänomen, das wir sehen, hat sehr viel zu tun mit der Geldpolitik, aber die Zentralbanken waren nicht die einzigen, die Geld ins System geschossen haben, es waren natürlich auch die Staaten. 2008 eher noch sozusagen durch die Bankenrettung, die passieren mussten, was sich dann direkt sozusagen auf den Konten der Staaten wieder gespiegelt haben in den sogenannten Staatsschuldenkrisen, wenn man das schön umbenannt hatte, später dann sozusagen im Gewand der Euro-Krise wiedergekehrt. Also die Staaten haben sich übernommen mit diesen Bankenrettungen und den Rettungspaketen für ihre Wirtschaften und sind in eine fiskalische Schieflage gegangen. Die Antwort darauf war sparen, den Geldsäckel zudrehen, Austerität, sozusagen schauen, dass man das Geld wieder eintreibt. Von wem hat man es eingetrieben? Man hat es eingetrieben vom unteren Drittel der Bevölkerung, sprich von den Empfängern sozialer Transferleistungen. Man hat Lohnstopp gemacht, man hat Sozialleistungen abgebaut und man hat den Staat zurückgebaut, was einerseits dazu geführt hat, dass die Nachfrageschwäche noch größer geworden ist. Wer kein Geld hat, kann keins ausgeben. Und auf der anderen Seite wir eine soziale Revolte haben, die sich eben rechtspopulistisch ausdrückt in den Ländern, in denen wir leben. Und wir haben einen Kaputtsparen der Infrastruktur erlebt. Denken Sie daran, wie Schulen aussehen. Denken Sie daran, ob sozusagen auf den Dörfern noch zum Beispiel Nahverkehr gibt und so weiter. Und natürlich jetzt in der Corona-Krise, in der Krise des Gesundheitssystems, das wir gesehen haben, was sehr lange gebraucht hat, um zu reagieren, die Gesundheitsämter mit ihren Faxmaschinen und so weiter. Ich will damit sagen, man könnte es auf viele verschiedene Arten und Weisen beschreiben, das war jetzt nur eine davon, dass diese Krisenphänomene, von denen wir reden und über die wir meistens gesondert reden, eigentlich alle zusammenhängen, das sind kommunizierende Röhren und das wird so weitergehen. Was heißt das? Das heißt, man muss reagieren, man muss die Systeme, so wie sie sind, transformieren, umbauen, die Art und Weise, wie wir leben, wie wir arbeiten, wie wir uns fortbewegen, neu denken, und das muss politisch gestaltet werden. Ich habe es ja vorhin zum Eingang gesagt, eigentlich würde man erwarten, das ist die große Stunde der Linken, die sozusagen immer wieder gesagt hat, dass dieses System wackelig ist. Ist aber nicht so. Im Endeffekt realisieren tun rechte Kräfte,
während wir sozusagen im linken Lager Spaltung und Schwäche sehen, Desorientierung der politischen Kräfte, die nicht in der Lage sind, das zu reformieren. Deswegen sage ich, diese Krise ist nicht unbedingt nur taktischer Art, sondern es liegt daran, wie wir im Moment Politik machen. Die vorherrschenden Politikansätze sind meines Erachtens nicht dafür geeignet, diese großen Krisen in den Griff zu kriegen. Da haben wir zwei, die vorherrschend sind, seit geraumer Zeit. Und das ist schon länger als das System Merkel, aber ich denke, Merkel steht dafür quasi als Person. Das ist, was ich technokratische Systemoptimierung nenne, technokratischer Inkrementalismus, Spiegelstrichpolitik, sagt Kevin Kühnert dazu, finde ich einen viel besseren Begriff. Das heißt also, man versteht diese Krisen als eine Ansammlung einer riesigen Reihe von Sachproblemen, die man Schritt für Schritt für Schritt abarbeitet, in kleinen Schritten, in kleinen Reformchen, indem man reguliert, indem man Anreize setzt, indem man aber vor allen Dingen auf den Markt setzt. Das wird durchaus kompetent gemacht. Ich glaube nach wie vor, dass der Regierungsapparat in Deutschland wesentlich kompetenter ist, als wir das anderswo sehen in der Welt. Aber das Problem ist, dass ich in dem Moment, wo ich sozusagen das System als Gesetz begreife, indem ich sozusagen die politischen Spielräume als Gesetz begreife, die Pfadwechsel, die eigentlich notwendig sind zur Bekämpfung des Klimawandels, zur Bekämpfung der sozialen Ungleichheit, zur starken Demokratie, eigentlich nicht einleiten kann, weil diese Schritte nicht ausreichend sind. Da haben wir natürlich einen Generationskonflikt, der da kommt. Das haben wir damals bei den GroKo-Protesten sozusagen schon einmal gesehen. Ihr mit eurem Weiter-so, ihr mit eurem Stillstand verspielt unsere Zukunft, gibt keinen Planeten B und so weiter. Gibt sozusagen im Endeffekt einen Aufstand gegen diesen Weiter-so-Spiegelstrich-Politikstil, aber der sich sehr stark eben in eine Art des moralischen Aktivismus äußert, Symbolpolitik also. Da ist weniger die Struktur im Blick als vielmehr das Individuum und sein Verhalten. Das Individuum und sein Verhalten ist im Endeffekt, wenn jeder von uns Energiesparlampen benutzt und keine SUVs mehr fährt, wenn jeder von uns sich ordentlich verhält und keine Hassrede benutzt, wenn jeder von uns Flüchtlinge aufnimmt und Antirassismusarbeit macht, wenn jeder von uns den Müll runtertrennt und trennt, dann können wir sozusagen alle gemeinsam in der Summe die Welt verändern. Also es sind sehr stark moralische Appelle, die da kommen, aber auch Verbote und Quoten. Ich glaube, dass auch dieser Politikansatz nicht dazu in der Lage ist, die großen Krisen zu lösen. Wir haben natürlich auf der einen Seite eine sehr starke Mobilisierung dieses Politikansatzes. Das ist im Moment, was die Leute auf die Straßen bringt. Denken wir an Unteilbar und solche Geschichten. Aber wir haben auf der anderen Seite auch das Problem, dass das sehr stark immer in denselben Lebenswelten bleibt und nicht in der Lage ist, über ein bestimmtes Milieu, bestimmtes großstädtisches, urbanes Lebensmilieu hinauszukommen. Und wir deswegen eigentlich nicht in der Lage sind, die Allianzen zu bilden, die notwendig sind, um die großen Pfadwechsel durchzusetzen. Transformativer Realismus. Bündnispolitik schaut eben auf diese Kräfteverhältnisse der Ansatz ist im Kern zu sagen, wir brauchen möglichst breite gesellschaftliche Bündnisse zwischen den Lebenswelten, die die Machtmittel mobilisieren können, finanzielle, diskursive, politische Machtmittel mobilisieren können, um sich gegen die Beharrungskräfte des Status quo durchzusetzen. Das heißt, es ist ein anderer Politikansatz und ich glaube, dass dieser Politikansatz besser geeignet ist, um die großen Krisen unserer Zeit zu gestalten. Im Kern sozusagen nochmal zwei Sätze dazu. Ich glaube nicht, dass man Politik sozusagen als Aneinanderreihung von Maßnahmen und Sachlösungen sehen kann, sondern es ist eine große Auseinandersetzung, ein Kampf zwischen den Beharrungskräften des Status quo und denjenigen, die Veränderung wollen. Das nennt man die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse. Das heißt, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse sind der Bezugsrahmen, der darüber entscheidet, was geht und was nicht geht.
Das bedeutet, dass im Moment und ich glaube in der pluralen Gesellschaft auch nie wieder ein einziges Milieu, eine einzige Klasse, eine einzige Lebenswelt, eine einzige Gruppe, ein einziges Lager in der Gesellschaft in der Lage sein wird, die großen Pfadwechsel, die wir brauchen, durchzusetzen. Diese großen Richtungskämpfe können nur breite gesellschaftliche Allianzen gewinnen. Und da wird es schwierig. Allianzbildung ist sozusagen die Königsdisziplin, die Gretchenfrage der Politik. Soziale Gruppen, Menschen haben unterschiedliche Interessen, Identitäten und Ideologien und kommen ungern zusammen, um sozusagen miteinander gemeinsam für eine bestimmte Sache zu kämpfen. Es wird trotzdem versucht, es gibt verschiedene Ansätze der Allianzbildung, auch im progressiven Lager. Ganz oft hört man sozusagen die intersektionellen Allianzen. Das ist auch in der Theorie ein kluger Ansatz. Da geht es darum, sozusagen die verschiedenen Kämpfe miteinander zu verstricken und gemeinsam auf eine Plattform zu kommen. In der Praxis ist es aber eine Minderheitenallianz, die sich sozusagen die Minderheitenkämpfe zusammensetzt und versucht, die mit einem urbanen Milieu zusammenzubringen. Ich glaube, dass sowohl was die zahlenmäßigen Größe dieser Gruppen, dieser Allianz, als auch was ihre Machtmittel angeht, diese intersektionale Allianz nicht hegemoniefähig ist, also nicht die Kraft hat, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse durchzukämpfen. Oftmals ins Spiel gebracht von links, Chantal Mouffe und so weiter, ist die linkspopulistische Allianz, die sozusagen versucht, sich zurückzuerinnern an die weiße Arbeiterschaft, das untere Drittel der Gesellschaft und versucht sozusagen über einen Agonismus, also einen Antagonismus, die da oben 1%, wir da unten alle 99%, eine große, breite Allianz zu gründen, unten gegen oben. Muss man ehrlich gesagt zugeben, ist vielleicht in einigen Orten der Welt, hat das funktioniert, in Südeuropa, aber auch nicht lange. In Nordeuropa gibt es bis jetzt keine Allianz, die da getragen hat mit dieser Form. Im klassischen Milieu der Ansatz der Volksparteien gibt es nach wie vor das, was ich Catch-all-Ansatz nenne. Also im Endeffekt so ein bisschen Politik als Marktverständnis. Man sucht sich seine Wähler mit sozusagen mundgerechten Angeboten zusammen. Also man schaut sich an durch eine Form von Marktforschung, welche Wählergruppen es gibt und macht jeder dieser Wählergruppen ein eigenes Angebot, ein eigenes Politikangebot und ein eigenes. Ist sehr flexibel, gibt ja auch immer noch Volksparteien, die damit Wahlen gewinnen, aber das Problem ist natürlich, dass man in diesem Moment, wo man die gesamte Gesellschaft sozusagen im Kleinen abbildet, die Konflikte dieser Gesellschaft auch in die Allianz reinzieht. Deswegen sehen wir so viel sozusagen auch innerparteiliches Gezänk im Moment. Transformativer Realismus bedeutet, zu versuchen, möglichst viele Lebenswelten in einer Allianz zusammenzuführen, die den Status quo überwinden wollen, aber nicht alle. Das heißt also, man versucht im Endeffekt 50-60% der Bevölkerung zu mobilisieren für eine Transformation, aber die Spoiler sozusagen nicht automatisch in die Allianz reinzuholen. Es geht also im Endeffekt dort um Kampf um Hegemonie und das ist der Ansatz. Das heißt, transformative Allianzen baut man durch Plattformen, die so gestrickt sind, dass sich Gruppen mit unterschiedlichen Interessen, Identitäten und Ideologien darauf versammeln können. Das ist im Endeffekt der Kern des Ansatzes. Und das ist natürlich eine Regenbogenallianz, die sich quer durch die Gesellschaft schiebt, aber eben nicht alle mitnimmt. Ich will es ein bisschen grafisch zeigen. Und ich habe ja auch gesagt, ich habe 3 oder 4 von diesen Plattformen, wie ich die nenne, für die transformativen Allianzen mitgebracht. Erstmal, damit man es ein bisschen griffiger machen kann, habe ich hier eine Milieustudie, eine Typologie von Frau Müller-Hilmer mitgebracht, die ist 2018, um ein bisschen zu schauen, wie die deutsche Bevölkerung sich in Lebenswelten aufteilt. Das sind sozusagen die Namen, die gewählt haben und die haben ein bisschen eingesortiert sozusagen im ideologischen Spektrum. Die Gruppen sind unterschiedlich groß, engagiertes Bürgertum sehr, sehr groß, Prekariat schätzen die sehr klein ein. Es gibt auch andere Studien mit anderen Zahlen, aber zumindest
hat man mal irgendwie eine Hausnummer, um zu schauen, wo man sozusagen die Leute abholen kann. Was ich ganz gut finde, weil ehrlich gesagt die Strategiedebatten, wenn irgendwelche Leute über Arbeiter reden oder über Mittelschicht, das meistens so abgehoben ist von der tatsächlichen Bevölkerung, dass wir nicht richtig irgendwie eine Diskussion daraus kriegen. Wenn man jetzt diese Verortung auf dem politischen Feld zur Ausgangslage nimmt, kann man schauen, welche gesellschaftlichen Gruppen man mobilisieren kann, in welchen dieser Milieus, in welchen dieser Lebenswelten die Narrative, die Politikangebote, die Plattform anschlussfähig sind. Schauen wir mal sozusagen aufs Themenfeld, aufs Politikfeld 1, das ich mitgebracht hat, das ganze Themenfeld Umweltschutz und Klimaschutz. Da gibt es im Endeffekt drei konkurrierende Narrative, drei konkurrierende Plattformen, mit der versucht wird, Allianzen zu bauen. Einerseits von sozusagen ganz progressiver Seite die Klimarevolution, Extinction Rebellion, Fridays for Future, haben die sehr stark in ihrem Narrativ drin. Ich glaube, dass diese Form von Radikalität, die sehr stark mit Einschränkungen der Lebensweise, die sehr stark letztendlich mit einer sehr schnell durchgesetzten Transformation arbeitet, nur in der kritischen Bildungselite breit anschlussfähig ist und Teile des engagierten Bürgertums mitnimmt. Ansonsten, glaube ich, mobilisiert dieser Ansatz nicht. Breiter ist sozusagen das erste große Bündnis, was sich gebildet hat in den letzten Jahren, das mittlerweile nach einigen Umtaufungen Green Deal sich nennt. In Deutschland auch, glaube ich, Klimaallianz oder so. Das ist auch, was die Europäische Union sich mittlerweile auf die Fahnen geschrieben hat. Eigentlich sozusagen eine Allianz zwischen Klimaaktivisten und der Wirtschaft. Das heißt also, man versucht sehr stark den Klimawandel über technokratische Interventionen, über technologische Neuerungen in den Griff zu kriegen. Aber letztendlich, wie wir jetzt zum Beispiel beim Thema Spritpreiserhöhung sehen, nicht mitzudenken, was das sozusagen für die breite Bevölkerung, vor allen Dingen im unteren Drittel, bedeutet. Ich glaube, der einzige Ansatz, der funktioniert, und tut mir leid, dass ich jetzt dann den englischen Titel mitgebracht habe, aber das Ding ist auch nicht von mir und ich will auch nicht behaupten, ich habe es erfunden, der Green New Deal, auf Deutsch immer noch ein bisschen sperrig, auch die sozialökologische Transformation genannt, sprich sozusagen eine breite Allianz, die auf der einen Seite die Zukunft schafft, das Wachstum von morgen, die Arbeit von morgen investiert, aber auf der anderen Seite diejenigen, die Verlierer sind und diejenigen, die glauben, Verlierer zu sein, mitnimmt. Just Transition, gerechte Transformation, blau-grüne Bündnisse zwischen Gewerkschaften und Klimaaktivisten sind damit dabei. Und ich glaube, dass so ein Ansatz breit genug ist und hier eben auch gezeigt, wie der anschlussfähig ist in glaube ich, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lebenswelten. Ist eine andere Nummer. Und das zeigt sozusagen auf der einen Seite für mich jetzt, dass schmalere Plattformen nicht geeignet sind für die große Transformationsfrage. Jetzt will ich sozusagen nochmal abgrenzen auf die andere Seite. Das ist die zweite Plattform, die zweite Bündnisallianz, die ich mitgebracht habe. Das ist der hegende und pflegende Gärtnerstaat. Hier geht es sehr stark darum, auf der einen Seite den handlungsfähigen, investierenden, daseinsvorsorgenden Staat in die Fläche zurückzubringen. Und ich glaube, dass dieser Politikansatz gerade nach der Corona-Krise, wo wir gesehen haben, wie schwach der Staat in vielen Bereichen mittlerweile ist, breit anschlussfähig ist in vielen Lebenswelten. Ich will aber auch mal zeigen, wer sozusagen damit nicht gemeint ist, wer nicht eingeladen ist. Das ist auf der einen Seite sozusagen diese neoliberale Privatisierungsallianz, die sehr stark dominant war in den letzten Jahren, ne, die jetzt in der Corona-Zeit die neue Staatswirtschaft und so weiter aufziehen sieht und da in wilde Panik verfällt. Nicht gemeint ist natürlich die Rechtspopulisten, die da im Endeffekt über die Festung Europa fantasieren. Nicht gemeint ist die Defund the Police, No Border, No Nation, die letztendlich die neomaoistischen Gruppen im linksidentitären Spektrum und nicht gemeint sind sozusagen Umverteilungsfantasien großer Art, die von ganz links kommen. Das heißt also, die transformativen Plattformen sind breit,
Hier werden 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lebenswelten angesprochen, aber eben nicht alle. Ähnlich sieht es aus, und das habe ich natürlich von Matthias mitgebracht, die Europa-Plattform, die solidarisch und souveräne Schutzmacht Europa, die letztendlich die Konsequenz daraus zieht, dass es so, wie es ist, nicht weitergehen kann. Das Problem ist, dass wir eine Währungsunion gestrickt haben, die nicht lebensfähig ist, die permanent Krisen generiert, die zu Spaltungstendenzen zwischen Nord- und Südeuropa, aber auch innerhalb der Gesellschaften führt. Das heißt, wir müssen ganz dringend einen Integrationsschritt gehen in die Fiskalunion, in die politische Union. Aber die politischen Mehrheiten dafür sind nicht da. Das Europa, das wir die letzten Jahre gesehen haben, wird zu viel als Problem gesehen der Bürger und nicht als Lösung. Die Bürger sehen meines Erachtens, dass es eine gefährlichere Welt ist, Stichwort Krieg, dass es eine unsichere Welt ist, Stichwort Finanzkrisen, Flüchtlingsströme, Klimawandel. Und in dieser Situation wollen sie geschützt werden durch eine Staatlichkeit und nicht entgrenzt werden durch eine neoliberal aufgestellte Europäische Union, die Krankenhäuser privatisiert, Sparkassen platt macht und letztendlich verantwortlich gemacht wird für viele dieser Krisen. Das heißt also, Europa muss schützen, nach innen wie nach außen, und dann wird es auch wieder akzeptiert von den Bürgern. Ich glaube, dass es breit anschlussfähig ist. Was nicht anschlussfähig ist und was ich auch nicht mitnehmen würde auf die Allianz, ist auf der einen Seite sozusagen die Austeritätsfanatiker, die die letzte Euro-Krise dazu genutzt haben, vor allem Südeuropa kaputt zu machen. Sozusagen hier die Schummelgriechen und so weiter, also die Monetaristen, die ja letztendlich die AfD gegründet haben. Die AfD sozusagen mit ihren momentanen Flügeln, die sozusagen für den deutschen Brexit werben, also raus aus Europa, aber auch die identitäre Bewegung, die Alt-Right sozusagen, Festung Europa, macht die Grenzen dicht. Das soll sozusagen nicht Teil der Allianz sein. Aber eben auch, ich glaube, wir sind nicht in einer Situation, wo wir die Europäische Republik gründen können. Ich glaube, das ist eine Verkennung der Situation. Das würde erfordern, dass wir 27 Referenden gewinnen. Ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ich glaube, es wird eine Verfassungskrise in der Europäischen Union auslösen, wenn wir das versuchen. Das heißt also, diese Schritte, die da vor allen Dingen aus dem linksliberalen Spektrum kommen, sind zu weit. Es geht jetzt erstmal darum, Europa zu reparieren. Ich weiß nicht, ob ich über die Zeit bin, Anja, sonst würde ich hier einen Schnitt machen. Ansonsten hätte ich noch eine, aber da können wir nachher nochmal drauf gucken. Deswegen, ich mache einfach jetzt hier mal einen Schnitt. Ich glaube, es ist klar geworden, was ich versuche mit diesen Plattformen. Es geht darum, möglichst viele in möglichst vielen Lebenswelten anschlussfähig zu sein, aber eben auch so, dass das zusammenpasst und nicht sozusagen in eine politische Beliebigkeit geht und letztendlich die Status Quo-Leute reinholt, die dann alles im Sande verlaufen lassen. Vielen Dank. Dankeschön, Marc, für die Vorstellung der Idee. Dann würde ich jetzt gern an Daniela und Matthias ein paar Fragen stellen, so dass ihr auch mit reinkommt in die Diskussion. Und dann, ja, schauen wir mal, und ich hoffe, dass sich dann auch ihrerseits noch Fragen an unsere Referenten und Referentinnen ergeben. Daniela, dich würde ich gerne adressieren. Also Marc, das hast du jetzt im Vortrag nicht so ausführlich dargestellt, aber im Buch hast du es erwähnt. Und zwar, dass ja auch eine notwendige Digitalisierung der Welt sinnvoll oder notwendig ist im Sinne des transformativen Realismus. Und genau, auch eine solidarische Gesellschaft, ist klar, hast du aufgezeigt mit den verschiedenen Allianzen. Daniela, was denkst denn du auch mit Rückgriff auf deine Tätigkeit in der Enquete-Kommission? Wie könnte denn Solidarität im digitalen Zeitalter überhaupt aussehen? Also wir haben es ja jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, ne? Wer sind diejenigen, die von diesem ganzen Digitalismus, nenne ich mal, profitieren, und wer wird eher abgehangen? Genau. Was würdest du sagen, wie kann Solidarität im digitalen Zeitalter eigentlich aussehen? Ja, vielen Dank. Auch erstmal von meiner Seite ganz lieben Gruß in die Runde. Ich sehe viele bekannte Gesichter oder auch Namen, da wo die Videos aus sind.
Was mir auffällt, viele, die ich kenne, die tatsächlich sozusagen eher an grundsätzlichen Fragen interessiert sind und an so einer Frage, wie kriegen wir hier eigentlich mal was in Bewegung? Und das treibt mich auch um. Und an der Stelle erstmal lieben Dank, Marc, für dein Buch, weil du da tatsächlich so einen ziemlich dicken Stein ins Wasser wirfst. Ich komme gleich zu der Frage, aber ich glaube, das, was auch mit der Frage zu tun hat, was, glaube ich, auch eine Sozialdemokratie zum Beispiel vermieden hat, ist tatsächlich mal, sich ein bisschen mehr auf die Metaebene zu begeben, auch ökonomische Grundlagen immer sich stärker anzugucken, also welche Ideologie sozusagen liegt unserer Politik zugrunde. Das machst du, das weite Feld machst du auch in deinem Buch. Und eben auch, um die Frage zu stellen, wie sind überhaupt die Kräfteverhältnisse, wie sind eigentlich die Machtverhältnisse, die man verändern möchte. Weil ich als Sozialdemokratin sehe diese massiven Konflikte, die wir gesellschaftlich sehen, auch und frage mich, warum kriegen wir hier keinen Drive rein? Warum? Wir machen doch und tun und mühen und machen doch auch die richtigen Sachen, aber wir kriegen hier keinen Drive rein. Und ich finde, an der Stelle hast du eben sehr viele Punkte genannt. Und wenn es zum Thema Digitalisierung kommt, sind es, glaube ich, auch die gleichen, dass man zunächst mal sich der ökonomischen auch Kraftverhältnisse und Kräfteverhältnisse bewusst sein muss. Und wenn ich über das Thema Digitalisierung und solidarische Digitalisierung nachdenke, dann denke ich auch über Kräfteverhältnisse nach, dann denke ich über große Digitalkonzerne nach, dann denke ich über Datenökonomie nach, über die Währung des 21. Jahrhunderts, wem gehören die Daten, wer darf mit den Daten arbeiten. Und dann rede ich eben auch über so die Frage, wie kann ich das regulieren, wie kann ich dafür sorgen, dass die Menschen, die dadurch, dass sie ihr Smartphone nutzen, dass sie ihre App nutzen, ja eigentlich die Daten produzieren, mit denen dann die großen Konzerne ihre Gewinne machen, wie kann ich die daran beteiligen? Dazu brauche ich genau diesen Diskurs. Der spielt sich im Moment, Marc hat das an vielen Stellen auch schon klar gemacht, an kulturellen Fragen wird er dann zugespitzt, dann geht es eher um Upload-Filter beispielsweise. Das treibt die jungen Leute auf die Straße, aber eigentlich stehen dahinter ganz große kulturelle, ökonomische und Verteilungsfragen. Und insofern finde ich das einen äußerst spannenden Ansatz. Darf ich gleich noch eine kritische Nachfrage an Marc stellen an der Stelle? Weil er hat sich ja auch gewünscht, dass wir so ein bisschen ihm einen einschenken. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber ich finde, oder es ist eher was, womit ich mich gedanklich die ganze Zeit auch beschäftige. Was wir sehen, ist ja, als Menschen, die der Sozialdemokratie nahestehen, wollen wir eigentlich über Verteilung reden. Wir wollen über ökonomische Konflikte reden. Wir wollen, dass wir solidarisch miteinander umgehen und stellen fest, wir kommen immer bei den kulturellen Fragen raus. Und Marc sagt jetzt, das ist immer so. Jetzt mal kurz zusammengefasst, so habe ich das Buch verstanden. Das ist halt so, dass sozusagen in einer transformativen Gesellschaft die Menschen nicht darüber verhandeln, wer hat die Macht, sondern darf ich jetzt Fleisch essen oder nicht? Also ist es noch opportun, dass ich ein Steak auf meinen Grill lege oder nicht? Also an kulturellen Sachen. Und die Frage ist, Marc, woher nimmst du die Gewissheit, dass das so ist? Weil ich glaube, dass es schwierig ist, im Sinne einer starken Sozialdemokratie beispielsweise, tatsächlich diese ökonomischen Fragen in einer Weise kulturell zu auf die Straße zu bringen, dass es bei uns oder dass es bei einer progressiven Mehrheit einzahlt und man eben auch gesellschaftliche Milieus mitnimmt, die gerade eher skeptisch sind. Ich weiß nicht, ob diese Frage irgendwie klar geworden ist, Marc, womöglich. Wenn nicht, versuche ich es nochmal anders zu erklären, was mein großes Fragezeichen ist. Dankeschön, Daniela. Marc, ich habe gesehen, du hast genickt. Also vielleicht ist es auch eine Frage, die dir oder ein Thema, das dir auch schon woanders begegnet ist. Möchtest du gleich darauf reagieren, Marc, oder wollen wir erstmal Matthias zu Wort kommen lassen und dann antwortest du auf wahrscheinlich weitere Diskussionspunkte? Also Matthias mal machen, oder? Sonst rede ich gleich wieder. Okay, gut, so machen wir das. Wunderbar. Okay, Matthias, also du
mit dem Schwerpunkt Europapolitik. Ne? Das ist ja so ein bisschen dein Schwerpunkt oder Steckenpferd. Marc appelliert in seinem Buch für einen Pfadwechsel innerhalb der EU. Ne? Also du sprichst von dem solidarischen, aber auch schützenden Europäischen Union. Was denkst du, Matthias, wie könnte denn dieser neue Weg aussehen? Und könnten wir dafür zum Beispiel einen europäischen Green Deal als Beispiel nehmen? Wie realistisch hältst du die Zukunft dieser klimagerechten und klimaneutralen EU? Wird ja gerade auch viel diskutiert. Ja, danke auch nochmal von meiner Seite an die Ebert-Stiftung für die Einladung, an Marc für den tollen Ausschlag, den er hier gemacht hat. Und ich freue mich, dass auch gerade die Stiftung hier mal Raum bietet, über diese durchaus auch grundsätzlicheren Dinge zu reden, die über die Tagespolitik weit, weit hinausgehen. Europa hast du, Marc, ja als einen von so mehreren Plattformen, also eine spezifische Form von Europa, solidarische und souveräne Schutzmacht. Europa als eine von mehreren Plattformen für so einen transformativen Realismus benannt. Und das halte ich auf jeden Fall für realistisch, eigentlich überhaupt für unumgänglich, weil ich teile vollkommen die Ansicht, dass der Status quo, so wie wir jetzt sind, mit der europäischen Integration nicht tragfähig ist. Also das würde ich voll unterschreiben. Das ist etwas, was ich auch immer wieder versucht habe, in meinen Interventionen irgendwie voranzubringen, nämlich dass wir im Moment so einer Situation sind, wie wenn man auf die dumme Idee kommt, zu Fuß über eine Autobahn zu gehen und dann auf den Mittelstreifen merkt, das war dann doch eine schlechte Idee, dann hat man zwei Optionen. Entweder man dreht um und geht wieder zurück oder man zieht es durch und geht drüber über die Straße. Aber in der Mitte stehen zu bleiben, ist auf jeden Fall eine richtig bescheidene Idee. So. Und ich habe im Moment das Gefühl, dass wir mit der Europäischen Union an der Stelle sind. Wir könnten renationalisieren, also zurückgehen. Das wäre möglich, aber das ist nicht klug. Und wir könnten weiter vorangehen. Das ist die normativ wünschenswerte Option, aber die ist uns an einigen Stellen, das hat Marc ja auch gesagt, ist sie uns verbaut, weil es wahrscheinlich in der Gesellschaft im Moment für eine sehr stark republikanische EU nicht gesellschaftliche Mehrheiten gibt oder zumindest in einzelnen Mitgliedstaaten. So. Und dann ist die Frage, was bleibt uns an Entwicklungsmöglichkeiten? Und da bin ich jetzt nicht ganz so pessimistisch. Du hast das ja gesagt, so ja, mit dem Kleingedruckten kommt man nicht weiter. Das stimmt, aber es gibt ja auch noch eine Stufe darüber hinaus. Und da kommen dann solche Initiativen wie das, was Anja jetzt erwähnt hat, also der European Green Deal. Oder auf der anderen Seite zum Beispiel die Corona-Wiederaufbaufonds und der ganze Next Generation EU-Kontext kommt da rein. Also man sagt, dass man Probleme, also man sagt, sachpolitische Großprobleme angeht und dabei aber auch gleichzeitig Strukturen umbaut und auch die EU weiterentwickelt. Also insbesondere, wenn ich mir den Wiederaufbaufonds anschaue, dann kommen da ja auch institutionell wirklich neue Entwicklungen rein. Dann kommt bei den Eigenmitteln der EU, die kann dann bestimmte Steuern erheben, die vor Jahren dann nicht möglich waren. Sie kann Schulden aufnehmen, um Mitgliedstaaten Zuschüsse zu geben. Das ist in der Geschichte der EU ohne Beispiel. Es gab manchmal immer die Möglichkeit, dass die EU Schulden aufgenommen hat und Darlehen gegeben hat, die Mitgliedstaaten dann zurückzahlen mussten, unter bestimmten Auflagen, die du ja auch kritisch diskutierst. Aber dass man sagt, okay, man nimmt Geld als EU an die Finanzmärkten auf, gemeinsam, und hat dann einen gewissen Haftungsverbund und gibt das den Mitgliedstaaten, das ist was Neues. Und dafür hatte die EU auch in dieser Krisensituation ja die Kraft, sich dann noch weiterzuentwickeln. Und das ging natürlich auch nur, indem sich auch ein paar Positionen verschoben haben. Also die europapolitische Kehrtwende von besonders von den deutschen Konservativen ist schon bemerkenswert. So. Beim European Green Deal ist es tatsächlich dann die Frage, diese Unterscheidung, die Marc, du vor uns auch in deiner Präsentation gemacht hast, die ist ja jetzt nicht nur eine semantische, zwischen dem Green Deal und dem Green New Deal, sondern ist auch die Frage, kriege ich es hin, eine sozial-ökologische Transformation zu schaffen? Und es gibt diesen Ansatz, natürlich, den verfolgt die EU auch. Es gibt so Instrumente wie diesen Fonds für den gerechten Übergang, den Just Transition Fund, aber der hat natürlich dann, als es, sagen wir mal, die wirklich harten Verteilungskämpfe auch gab, beim Europäischen Rat zwischen den Mitgliedstaaten, dann ist der schon wieder ganz schön zusammengeschrumpft worden. Ne? Also im Moment sehe ich es eher so, dass das
European Green Deal Projekt noch näher an dem ist, was Marc auf seiner Achse weiter rechts verortet hat und wo sozusagen die Industrie und die ökonomischen Interessen sich stärker wiederfinden. Und der Teil, der wirklich der sozial-ökologische Übergang ist, dass der noch ein bisschen unterentwickelt ist. Das lässt sich jetzt nicht in 0 und 1 ausdrücken. Da gibt es Elemente, aber die Elemente sind noch nicht so stark. Matthias, ich danke dir. Marc, jetzt hast du hier ganz schön Futter und ich würde dich einladen, gerne drauf zu reagieren. Ja, na klar, er wird natürlich voll ans Eingemachte, finde ich aber sehr, sehr schön. Wir wollen ja eine gute Debatte haben heute Abend. Marc, das ist halt so, weiß ich gar nicht. Ich glaube sozusagen diese Frage, warum im Moment sozusagen die Verteilungspolitik ja eigentlich auf der Straße liegt, aber keiner darüber redet, ist natürlich eine interessante und ich glaube für eine Sozialdemokratie eine existenzielle. Ich sehe da zwei Trends. Das eine sind einfach 50 Jahre Neoliberalismus, 50 Jahre Fokus auf das Individuum, 50 Jahre Fokus auf Selbstoptimierung und Therapie, zusammen mit einer extrem großen Skepsis gegen kollektives Handeln, dass man sich ja fast abgründet. Selbst die Begriffe sind uns ja weggenommen worden, Stichwort Klasse und so weiter. Ja. Dann haben wir sozusagen die Schwierigkeit, und was haben wir teilweise selber verbockt als Sozialdemokraten. Ein prominenter Sozialdemokrat hat ja mal gesagt, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Also sozusagen den utopischen Horizont, sozusagen die bessere Welt sozusagen aus dem progressiven Politikentwurf rauszunehmen, war ein kolossaler Fehler. Würde ich sagen, ist in progressiven Kreisen mittlerweile repariert. Wir reden ganz viel jetzt über sozusagen bessere Zukunft, Utopie, aber das schwimmt noch so ein bisschen oben herum. Ja, und ich glaube, was ich mit dem transformativen Realismus will, ist, dass wir auf der einen Seite utopisch sozusagen auch mal denken und reden können, aber das natürlich auch runterbrechen, was das dann konkret heißt im Kräfteverhältnis. Auf der anderen Seite haben wir das, was viele Soziologen, Reckwitz unter anderem, die Spätmoderne nennt, also sozusagen dieser Imperativ des Individuums, sich selber verwirklichen zu müssen, das eigene Potenzial zu heben, wiederum eine Selbstoptimierungsgeschichte. Das sind alle sozusagen Trends, die uns dazu bringen, sehr stark erstmal nach uns selber zu schauen und sehr stark sozusagen auf die eigenen Befindlichkeiten, auf die eigene Lebenswelt, auf die eigenen Vorlieben, auf die eigene Identität, auf die eigene Kultur, Lebensart, Lebensstil zu schauen. Ja? Und der Teil ist halt so, da kann ich leider auch nichts machen. Damit ist aber der Drops noch nicht gelutscht, sondern ich denke, die entscheidende Frage für uns ist so, wie lernen wir, das, was wir sozusagen politisch verändern wollen, in einer Sprache auszudrücken, die anschlussfähig ist. Und auch da haben wir, glaube ich, echt viel verbaselt. Also ich denke mal an den letzten Bundestagswahlkampf 2017, da haben sie Plakate gedruckt mit so Bullet Points, da stand irgendwie sachgrundlose Befristung und so ein Kram drauf. Wir müssen Dublin II überwinden. Das ist ein Technokratensprech. Das geht völlig an den Leuten vorbei. Wenn die Leute sozusagen darüber reden wollen, wie sie leben wollen, und darüber redet die Gesellschaft eben, dann muss auch die Sozialdemokratie in der Lage sein, diese Sprache zu sprechen, aber sich dann in dieser Sprache natürlich an der Konversation zu beteiligen mit den Themen und den Forderungen, die wir wollen. Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Debatte, die wir vor allen Dingen in progressiven Lage im Moment führen müssen. Das heißt eben nicht, dass man die Grünen kopiert und dort die Themen übernimmt. Das bedeutet, dass man eine Sprache lernt. Und diese Sprache ist sehr stark kulturell konnotiert. Da kommen wir, glaube ich, nicht drum rum. Aber diese Sprache kann man lernen, auf jeden Fall. Also insofern bin ich da gar nicht so pessimistisch. Das bin ich auch bei Europa nicht, Matthias. Ganz im Gegenteil, ich glaube, dass sozusagen der nächste große Integrationsschritt in Europa völlig unausweichlich ist. Mir geht es ja nur darum, wie kriegen wir ihn hin? Und du hast gesagt, so, also dann schauen wir uns sozusagen mal die Sachprobleme an und lösen die, Stichwort Green Deal. Und wir bauen sozusagen, werden wir das tun, die Institutionen um. Und dann hast du aber auch gleichzeitig hinterhergeschoben, dass dann, wenn man das dann macht, dann dir so eine Geschichte, eine gute Geschichte, wie der Just Transition Fund geschreddert wird. So, ne? Und darum geht es mir ja. Also ich behaupte oder ich glaube, dass eben die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in den Mitgliedstaaten die Spielräume in Brüssel erst auf und zu machen. Ja?
Und da kann man natürlich immer irgendwie im Finger zeigen, früher waren es die bösen Briten, jetzt sind die weg, jetzt ist der böse Orban und was weiß ich noch wer. Ich glaube, das greift zu kurz. Ich glaube, die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse in vielen Ländern sind im Moment nicht dazu geeignet, große Integrationsschritte in der Europäischen Union zu machen, auch bei uns nicht. Ja? Die ach so europhilen Deutschen, wenn du die mal tatsächlich fragst, wenn wir jetzt an so Sachen gehen wie gemeinsame Schuldenaufnahme, also da, wo es sozusagen ans Eingemachte geht, wird es ganz schnell haarig. Deswegen glaube ich, wir müssen die Leute mitnehmen und dafür muss dieses Europa tatsächlich, und da meine ich jetzt tatsächlich bei den Leuten auf der Straße, weg von Europa ist das Problem hin zu Europa ist die Lösung. Das kann man nicht einfach nur plakatieren, sondern das bedeutet Politikwechsel. Europa war, muss man einfach ehrlich so sagen, die letzten ein, zwei Jahrzehnte ein Problem. Europa hat in dem Liberalisierungswahn, der in Brüssel herrschte, vieles von dem, was die Leute als Sicherheit empfunden haben, was die Leute als ihr eigenes, als ihre Lebenswelt empfunden haben, was die Leute als das Lokale empfunden haben, geöffnet, standardisiert, letztendlich auch weggenommen. Ja? Also von den letztendlichen Wassermärkten bis zur Sparkasse und so weiter. Ne? Und dann haben wir über Migration und Flucht noch überhaupt nicht geredet. Und das muss weg. Ja? Du musst sozusagen in der Lage sein zu sagen, hört mal zu, da draußen verschieben die Russen irgendwie Grenzen, da draußen fangen an, die Chinesen eine neue Welt zu bauen. Die Klimageschichte kriegen wir auf gar keinen Fall alleine hin. Allein in Indien werden dieses Jahr 26 Kohlekraftwerke oder sowas gebaut. Die Finanzakteure sind so groß, dass wir sie nicht mehr regulieren können. Die größten Konzerne der Welt sind größer, haben größere Umsätze als 85% der Staaten der Welt. Das geht nur gemeinsam. Und Europa muss sich dahinstellen und muss schützen. Dafür muss es wieder souverän werden, vor allen Dingen technologisch. Aber es muss auch lernen, solidarisch zu sein, vor allen Dingen zwischen Ost und West und Nord und Süd. Das ist, glaube ich, eine Solidaritätskrise, die wir da haben. Und das heißt also, dieser Narrativwechsel ist die Voraussetzung dafür, dass du die, nicht nur die großen Referenten gewinnst, die hast du ja nur alle paar Jahre, sondern auch diese praktischen Politikschichten, von denen du gesprochen hast, Matthias, die kriegst du nicht durch, wenn sozusagen in den Ländern zu Hause Skepsis ist und die Minister und Premierminister, die in Brüssel antanzen, das wissen, dass sie das zu Hause nicht verkauft bekommen. Okay, danke schön, Marc. Ich sehe, dass Daniela einen direkten Bezug drauf hat. Daniela, ich würde dich zu Wort kommen lassen. Und dann gibt es aber zwei Meldungen aus dem Publikum, die ich gern anschließen würde, zumal sie auch bei Stefan habe ich schon ein starkes Nicken gesehen. Ich glaube, das bezieht sich auch direkt darauf. Und die andere Frage passt auch super zu dem, was du zum Abschluss gesagt hast. Daniela, ja, vielen Dank. Ich würde nochmal, also mir ist so ein bisschen das Herz aufgegangen, als du in deinem Buch, oder hast du es jetzt auch anklingen lassen, dieses Gärtnerbild des Staates gebracht hast. Also ich finde auch, es geht sehr viel um Sprache. Wir verwenden oder Staatsbilder, Bilder vom Wirken des Staates häufig, die eher an der Wirkmächtigkeit eines Unternehmens sind, ja, was schwierig ist, wenn man aus progressiver Sicht auf den Staat schaut und Menschen begeistern will, mitnehmen will, sagen will, das ist ein etwas positiv Wirkendes. Ich habe länger darüber nachgedacht, ob man nicht eher Bilder aus dem Familienbereich verwenden sollte, aber ich finde dieses Gärtnerische, dass weil da ja selbst eine Marktwirtschaft selbst etwas tut, was dann ein Staat in einem positiven, schönen, auch noch schönen Bild. Ja, wir können uns alle einen schönen Garten vorstellen, wissen, dass ein Gärtner da wichtig ist, ein grüner Daumen. Und wissen auch, was der anrichten kann, aber wollen natürlich was Positives. Finde ich ein super Bild dafür, ein riesengroßes Kompliment. Und ich finde auch den Punkt absolut richtig, dass es darum geht, sozusagen breite Mehrheiten zu finden, um diese Beharrungskräfte, die wir haben, in der Gesellschaft wegzubekommen. Also von dem, ob man etwas gestalten will, ob man etwas verändern will, wegzukommen hin zu einem, wie will ich etwas gestalten? Und das nehme ich wahr, dass es sofort den allein schon, wenn man die Mehrheit dafür hat, dass es sofort die Art und Weise des Diskurses ändert. Mir ist das aufgefallen zuletzt beim Braunkohleausstieg. Wir hatten lange Zeit eine gesellschaftliche Debatte, ob
wir aus der Braunkohle aussteigen. Da gab es die Beharrungskräfte, die gesagt haben, seid ihr total spinnert, wir steigen schon aus der Atomenergie aus und selbst das wollen wir nicht und das sind Arbeitsplätze und Vogel gezeigt. Und dann gab es die, die gesagt haben, natürlich, wir müssen sofort aus der Braunkohle aussteigen. Das sind alles Ewiggestrige, die da dagegen sind. Als dann die SPD hingegangen ist und gesagt hat, wir machen jetzt mal einen runden Tisch zum Thema Braunkohleausstieg und sozusagen das Wie auf den Tisch gelegt hat, nicht mehr das Ob, sondern wie kommen wir denn da jetzt raus, haben sich die Diskurse sofort dramatisch verändert. Es ging plötzlich um ganz andere Sachen und plötzlich wurde auch verhandelt über Industriepolitik, über soziale Fragen, über konkrete. Es wurde vorstellbar, was dort gemeint ist. Es war kein Schwarz-Weiß-Denken, wo man gar nicht drüber redet, um was geht es eigentlich, sondern es wurde vorstellbar, was dort gemeint ist. Was ich aber als Grundfrage trotzdem auch ein bisschen an mein Buch habe, ist, darüber zu diskutieren gesellschaftlich, wie man etwas verändert, sagt ja noch nicht, was eigentlich das Ziel ist. Ja, also wo soll es eigentlich hingehen? Du hast deine Einleitung ja auch mit dem Gramsci-Zitat überschrieben. Ich lese es einfach mal vor. Wenn das Alte stirbt und das Neue nicht geboren werden kann, dann kommen Monster zum Tanz. Und mein Eindruck ist, dass das Neue ja noch nicht da ist. Also wir sehen, also ich empfinde das so. Wir sind in einer Welt, die sich dramatisch verändert und viele Menschen haben vor diesen offenkundig notwendigen Veränderungen Angst. Deswegen gehen sie lieber auf die relativ einfachen und konsistenten rechten Narrative und gehen dort lieber mit. Wir haben aber vielleicht einen Diskurs anzubieten oder eine etwas Idee, in welche Richtung es gehen sollte. Aber wir, das was? Also was ist eigentlich das Ziel? Wie genau soll diese Zukunft aussehen? Da sind wir ja zugegeben auch ein bisschen blank. Also ich wüsste selber gern, was das Ziel ist. Und neben dem, wie kriege ich Mehrheiten für radikalere, tiefgreifende Veränderungsprozesse, wüsste ich auch, wo sind denn die Orte, wo ich mal über das, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen, diskutieren kann. Wunderbare Frage. Ich freue mich schon, Marc, wenn du darauf Bezug nimmst. Aber erstmal kommen noch andere Leute zu Wort. Ich würde gerne für diejenigen, die das Buch noch nicht gelesen haben, dieses Bild der Stadt als Gärtner mal ganz kurz hier noch ausmalen wollen. Und zwar der Staat als Gärtner, er soll sehen, er soll wässern, er soll aufziehen, schützen und zurechtstutzen, wenn nötig. Ja, und das ist genau, also sehr berührt durch die konkrete Vorstellung. Genau. Ich würde gern erstmal eine Frage aus dem Chat vorlesen. Die bezieht sich auch auf diese globalen Verflechtungen. Du hast gerade von Kohlekraftwerken in Indien gesprochen. Zum Beispiel Daniela hat gesagt, in der Lausitz wird aus der Kohle ausgestiegen. Und die Frage im Chat dazu lautet, wo muss denn ein solches Bündnis, von dem du auch sprichst, Marc, überhaupt entstehen? National, kontinental oder gar global? Solche neuen Systemdenkweisen müssen doch global angegangen werden. Ist das dann wirklich noch realistisch, diese 60-70%, von denen du sprichst, auf einen Nenner zu bringen? Es bringt ja nicht viel, wenn wir in Deutschland oder Europa Vorreiter sind, aber keiner der anderen Staaten mitmacht. Stefan, ich weiß nicht, ob du die Frage gehört hast, schließt deine Frage damit an? Ja, so halt, pass auf, dann stell sie doch kurz und dann kann Marc wieder in einem größeren Block auf euch alle Bezug nehmen. Du machst dir ja jeweils Notizen, ne? Stefan, bitte. Okay, danke. Ich habe lustigerweise gerade Sigmund Baumann gesucht zur Kritik des Gärtnerstaates-Bildes, aber das erspare ich uns jetzt. Aber das sei mir als Hinweis erlaubt, dass die Sozialdemokratie und andere im 20. Jahrhundert dieses Bild schon hatten und Ende des 19. Jahrhunderts, und das ist nicht gut ausgegangen, Stichwort Eugenik und Co., weil der Gärtnerstaat, der sucht auch das Unkraut. Aber vielleicht funktioniert das Bild im 21. Jahrhundert neu anders. Das ist aber nicht meine Frage, sondern ja auch das quite a mouthful, sagt der Engländer, die Debatte hier und auch das Buch. Aber das finde ich cool. Also es klingt sehr spannend und ich werde mir es auf jeden Fall irgendwie besorgen im Nachgang des Buchs. Macht Lust mit dem Begriff und auch mit den Thesen, die du vorgetragen hast. Wo ich so ein bisschen Bauchschmerzen habe bei dieser Frage von sozusagen der nationalen Formierung von hegemonialen Blöcken, nenne ich es jetzt mal mit Gramsci oder mit diesen neuen Konstellationen, dass wir die brauchen, sehe ich genauso und dass es auch nicht auf ein Milieu
zugespitzt sein kann, sondern muss man genau eine Analyse haben. Die hast du auch, und da gibt es ja auch mehrere Studien dazu. Neugebauer, auch übrigens mal von der Friedrich-Ebert-Stiftung, zu Milieus und politischer Parteienpräferenz, ich glaube 2011 erschienen oder sowas, da lohnt es sich auch nochmal reinzugucken. Du hast jetzt relativ stark darauf rekurriert, eher die emanzipativen Kräfte auf nationaler und internationaler Ebene eher tendenziell auszuschließen, zum Beispiel Black Lives Matter und andere Positionen, auch mit Hinblick auf Identitätskämpfe. Ich frage mich im Hinblick auf das, was Daniela gerade formuliert hat, wie, wo ist dann unsere Fluchtlinie in Bezug auf Emanzipation und eine Demokratisierung von Strukturen, die wir da überhaupt, wo wollen wir dann hin? Und ich hätte eher die Hoffnung und würde das auch eher versuchen, die da Brücken zu bauen in diese Milieus und die Strukturen, in die emanzipativen Kräfte, die jetzt nicht einmal total durchgeknallt sind, die gibt es da auch, aber die gibt es auch woanders, die gibt es auch in der Sozialdemokratie, und die, dass die mit Druck erzeugen und Impulse geben in solche Transformationsstrukturen und in das, was du dir wünschst, weil ich glaube, dass wir das brauchen. In Bezug auf Europa, wenn ich jetzt gerade gucke auf die Flüchtlingspolitik, heute Dänemark, großes Thema, da hat die Sozialdemokratie gerade gezeigt, dass sie keine Sozialdemokratie mehr ist. Und wenn das Teil so einer Blockformierung ist auf europäischer Ebene, dass wir zu stark auf Festung und Ausgrenzung von solchen Strukturen sind, dann würde ich sagen, dann brauchen wir diese Formierung gar nicht angehen. Dann ist es schwierig. Ich mache erstmal einen Punkt. Ich hoffe, es ist klar geworden, was ich meine. Also, wie gesagt, diese linken Strömungen, die auch teilweise progressiv stark sind, versuchen zu integrieren in solche neuen Transformationskonzepte. Also, Daniela fragt, wo soll das Ganze hin? Was ist dann der Endzustand? Ich habe ja vorhin schon mal anklingen lassen, ich bin wahnsinnig froh, dass wir tatsächlich über solche Dinge wieder reden, auch in der Sozialdemokratie, Utopien, Gesellschaftsentwürfe, besseres Morgen und so weiter. Das war ja alles eine ganze Weile völlig verschwunden. Ich glaube aber eben, dass es noch zu viel Schnittlauch auf der Suppe ist, und sehr ähnlich die Antwort wird auch gleich sein zu diesen globalen Schichten. Also wir haben da sehr viel Wünsch dir was. Und mein Plädoyer ist eben sehr stark, eben diese Sachen aus den gesellschaftlichen Kräften voraus zu denken, um tatsächlich eine Zukunft vorzubereiten, die danach eintritt. Ich glaube, und da bin ich wirklich fest davon überzeugt, erstens, die Leute wissen, dass es so nie weitergeht, wie es jetzt ist. Ja, sie wissen, dass die Systeme letztendlich umgemodelt wurden. Das System Merkel hat im Endeffekt 16 Jahre nochmal Zeit gekauft. Ja, das war sozusagen das große Versprechen zu sagen, naja Gott, ja, so schlimm wird es nicht werden. Wir genießen sozusagen nochmal die Insel der Glückseligen, auf der wir sitzen. Finanzkrise, Eurokrise, Flüchtlingskrise, Corona-Krise zeigen jetzt, es ist vorbei, die Zukunft ist schon da, die Geschichte hat nicht aufgehört, auch nicht in Deutschland. Und ich glaube, die Leute sind bereit, tatsächlich sich einzulassen auf diesen großen Umbau, wenn man ihnen nicht irgendeinen Mist erzählt. Und ich glaube, das war ein bisschen die Sünde jetzt auch von progressiver Seite, dass wir dann zu viele Luftschlösser gebaut haben, sondern ich glaube eben, es muss was sein, wo man das Gefühl hat, da kommt jetzt zu dem, was da zerbröselt, das Alte ist unrettbar im Endeffekt, da kommt aber was Konkretes, auf das ich mich einlassen kann. Ich habe da ein Kapitel im Buch, das ich katalytische Leuchtturmprojekte nenne, das heißt, ich bin ganz stark dafür, nicht nur über Narrative zu reden, sondern auch über Projekte, was zum Anfassen. Nehmen wir jetzt mal eins aus meiner Nachbarschaft. Ich will da auch ein konkreteres, kleineres machen, damit wir nicht immer gleich über so global galaktisch reden. Also hier jetzt um uns rum wird jetzt gerade diese autofreie Innenstadt gebaut. Ja, also ich bin in Berlin-Kreuzberg gerade. Fahrradwege mit Flöcken sozusagen, Ständer, Aufladestationen. Also da wird dann diese ganze Mobilitätswende wird einfach erfahrbar. Man kann sich draufsetzen und machen. Oder? Ich glaube, es ist wichtig. Wir müssen wieder mehr in Projekten denken. Wir müssen wieder mehr Sachen bauen, die man anfassen kann. Auch die Testzentren für die Corona-Geschichte sind jetzt eine gute Sache, wo sie die Cafés umgewandelt haben und sich da testen lassen kann. Ich glaube, diese Zukunft muss auch anfassbar sein. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen zu sehr vernachlässigt in letzter Zeit mit den Visionen, die wir hatten. Die Frage, muss es nicht eigentlich global
Wahl sein. Was bringt es jetzt, wenn wir hier in dem Miniland, wo wir sind, sozusagen Allianzen bauen, aber dann der Rest des Planeten an die Wand fährt? Klar muss es letztendlich. Es sind ja alles globale Systeme. Klima, Finanz, Migration sind alles globale Herausforderungen. Ich habe das jahrelang selber gemacht, irgendwie über globale Politik, über Global Governance nachgedacht. Und das hat zwei Effekte, die nicht gut sind. Erstens, es erdrückt einen. Man hat ständig das Gefühl, das ist so riesig, dass wir kleinen Würmer das eh nicht verändern können. Und zweitens, weil es so abgehoben ist im Endeffekt von der politischen Diskussion im Alltag, geht es auch wieder sehr stark ins Wünsch-dir-was. Und wenn es ins Wünsch-dir-was geht, geht es ins Milieu. Und wenn es Milieu geht, ist da immer eine gewisse Blindheit für die Kräfteverhältnisse mit angelegt. Ja? Also Politik wird da im Moment zu eng gedacht. Das heißt, im Englischen gibt es diesen schönen Begriff Mushrooming, was man übersetzt. Das heißt, man baut eine clevere Formel, eine gute Lösung, und die wird dadurch, dass sie gut wird, kopiert, und dadurch setzt sie sich an vielen Orten durch und dadurch kriegt man sozusagen die Transformation hin. Das ist im Endeffekt das, was ich versuche mit dieser Formel transformativer Realismus. Das ist ja eigentlich nur im Endeffekt ein Ansatz. Ja? Ich habe mal versucht zu zeigen, wie diese 5 Plattformen aussehen könnten. Aber es könnten ja auch andere sein. Und ich bin ganz dezidiert dafür, dass sie in anderen Gesellschaften auch ein bisschen anders aussehen müssen, weil ja die gesellschaftlichen Kräfteverhältnisse ganz anders sind, weil auch die Milieus ganz andere sind. Das heißt, es geht eher sozusagen um Politikansatz. Und ich bin dafür, wenn der sich durchsetzt, dann werden wir auch dazu kommen, Fortschritte an vielen Orten gleichzeitig zu sehen. Sollen wir die emanzipativen Kräfte ausschießen, um Himmels Willen? Nein. Das ist sozusagen nicht meine These. Meine These, die ich vorhin vorgestellt habe, war, wenn man eine Plattform nur dort baut, wird es nichts. Ich brauche eine Plattform, eine Allianz, die so breit ist, dass ich in der Lage bin, die Beharrungskräfte zu überwinden. Aber das heißt natürlich nicht, dass ich die Avantgarde rausschmeiße, sondern die muss auf jeden Fall Teil der Allianz sein. Aber Stefan, du hast es auch selber gesagt, auch da sind ein paar Spinner unterwegs an Rändern. Und ich glaube, wir müssen auch dort übrigens eine Sprache lernen, die wir noch nicht so richtig geläufig haben, auf diesem identitätspolitischen Feld. Wir müssen genauer unterscheiden können zwischen dem, was ich emanzipative Kämpfe um Anerkennung, Antidiskriminierung, Gleichstellung nenne, und das, wo es in eine schwierige Richtung abbiegt. Und da gibt es eben nur mal ein paar. Da würde ich eine Grenze ziehen nach oben. Aber dezidiert und 100% sollen diese emanzipatorischen Kräfte Teil der Allianz. Das freut mich, dass du das hier nochmal so klar rückst. Ich würde gern vorstellen, was sich mittlerweile im Chat gesammelt hat und dann zum Beispiel Matthias mal einladen, als Ersten darauf Bezug zu nehmen. Ja, weil passt, glaube ich, auch gut zu deinem Thema. Und zwar schließt es nochmal an die Diskussion, ne? Soll global, braucht es eine globale Allianz oder doch eher Deutschland und Europa als Vorzeigebild? Und da gab es die Replik, dass auch wenn Indien zum Beispiel diese 25 Kohlekraftwerke baut, ist der CO2-Abdruck der westlichen Welt historisch und aktuell maximal höher. Mit global zu argumentieren, verhindert nur das Handeln von Deutschland und der EU. Also das so als andere Perspektive auf das Thema. Und den Hinweis, der Liberalismus wird sich die Frage stellen müssen, ob ein Freiheitsbegriff ohne nachhaltige Verantwortung noch als liberal zu werten ist. Der Liberalismus wird, auch wenn er es verabscheut, eine moralische Tugenddebatte haben müssen. Und zwar schnell. Mit dem Zusatz insbesondere sozialliberale Kreise. Und dann, genau, noch ein Kommentar, der sich auch darauf bezieht. Die Entwicklung kann nur international zu entsprechenden Allianzen geführt werden. Also nochmal die andere Richtung. Wir brauchen bis 2050 CO2-Neutralität unter Beachtung der vorhandenen wirtschaftlichen Fähigkeiten in der Welt. Wenn wir das nicht erreichen, wird die Welt zugrunde gehen. Gut. Und erstmal bis dahin. Ja, also das vielleicht nochmal. Matthias, hast du zu diesem Austausch was hinzuzufügen? Dass die Welt zugrunde geht, das ist natürlich ein großer Aufschlag. ja, ich denke tatsächlich, ich würde mich der Meinung sehr anschließen, dass man eben nicht die globale
Diskussion als etwas nehmen sollte, was Handeln auf unteren Ebenen verhindert. Also das ist erst eine Erfahrung, die man tatsächlich gerade bei Liberal-Konservativen oft macht, dass sie so nicht so gerne nach Europa oder auf eine globale Dimension blicken, außer es gibt irgendwas, was man hier mal tun sollte, weil das kann man natürlich nicht unternehmen, wenn es da nicht eine gesamteuropäische Lösung gibt. Also diese Begeisterung für gesamteuropäische Lösungen höre ich dann meistens dann, wenn hier mal eigenes Handeln erforderlich wäre. Und es gibt auch nicht so eine, es ist, glaube ich, so ein fehlgeleitetes Denkmodell, wenn man immer sagt, okay, wir hier vor Ort geben hier in irgendwas rein, wir opfern etwas auf und die anderen ziehen nicht mit. Also so hat man das jetzt auch, wenn wir jetzt an die 26 Kohlekraftwerke in Indien denken. Weil erstens ist diese Debatten, die wir führen, die werden ja woanders auch geführt, unter anderen Vorzeichen vielleicht, unter anderen Bedingungen. Aber es ist, glaube ich, eine schwierige und auch so ein bisschen eurozentrische Perspektive, wenn man immer denkt, nur hier haben wir irgendwie erkannt, dass wir eine sozial-ökologische Transformation brauchen, um die Zukunft dieser Erde zu retten. Diese Debatte wird woanders auch geführt. Und natürlich hat gerade das, was so der globale Norden oder was globale Westen vielleicht ist, wenn man die Begriffe gebrauchen will, also insbesondere Europa und Nordamerika, haben natürlich ein gewisses historisches Verschmutzungsbudget schon aufgebraucht. Und das ist natürlich auch für die ethischen Debatten, die es rund um die globale Klimapolitik geht, ist das schon eine ziemlich wichtige Größe. Also man kann einfach sagen, wir sind natürlich auch in der Pflicht und wir sind auch eher fähig, technologisch so eine, sage ich mal, eine Dekarbonisierung bei uns stärker voranzubringen. Und ich würde tatsächlich sogar eher sagen, wenn wir zeigen, dass es gelingt, also wenn es sozusagen gesellschaftlich stabile Gesellschaften eben diese Dekarbonisierung schaffen, dann schafft man eher ein globales Vorbild, als dass man dann irgendwie in irgendeinem Rennen von anderen übervorteilt wird. Deswegen würde ich das nicht gelten lassen. Ich würde gerne mal einen anderen Gedanken noch mit aufnehmen, und zwar die Frage, inwieweit die EU, die Marc vorhin auch, wie ich finde, durchaus zu Recht, als war teilweise Teil des Problems in den letzten 20 Jahren beschrieben hat, inwiefern es gelingt, diesen Euroskeptizismus dadurch ja zurückzudrängen, dass man das Wohlstandsversprechen erneuert. Das ist ja eine These, die du in dem Buch hast. Ich bin da tatsächlich nicht ganz so optimistisch, weil ich denke, das Wohlstandsversprechen ist halt nur ein Aspekt. Es ist insbesondere gerade, wenn man sich die Brexit-Kampagne anguckt, es ist sehr spannend, dass die Remain-Allianz stark damit argumentiert hat, mit dem Erhalt des Wohlstandsversprechens durch die Zugehörigkeit zum europäischen Binnenmarkt, auch durchaus zur Zugehörigkeit zu den europäischen Arbeitsschutzregeln und so weiter. Und die Gegenseite hat damit argumentiert, ja, take back control, diese Kontrolle, die ist mir auch ein bisschen Geld wert. Also das ist ein Argument, was ziemlich schlagend ist, dass auch viele Leute in dieser Brexit-Kampagne gesagt haben, das ist mir am Ende egal, wenn mich das ein bisschen was kostet. Ich habe sozusagen wieder Gestaltungsmacht über meine Lebenswelt. Und das ist ein Argument, was man auch aus progressiver Sicht sehr ernst nehmen sollte, weil es ja genau so ist, dass man eben gerade durch die Europäisierung auch eine gewisse demokratische Gestaltungskontrolle wieder erlangen kann. Also dass man bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse eben nur dann wirkungsvoll regulieren kann, wenn man es zusammen macht in so einer globalisierten Weltgesellschaft. Und dass dieser Aspekt vielleicht sogar noch wichtiger ist, als zu sagen, durch den europäischen Binnenmarkt halten wir die Preise niedrig und schaffen wir 0,2% per annum mehr Wachstum im Schnitt. So. Dankeschön, Matthias. Marc, ich habe gesehen, dass du dir Notizen gemacht hast. Möchtest du darauf was erwidern? Ich würde sonst einen Beitrag aus dem Chat anbieten. Den letzten Punkt für Matthias vielleicht ist natürlich total spannend, die Europadebatte. Gut, ne, Brexit kann man so oder so lesen. Johnson ist ja auch an den Start gegangen und erzählt jetzt irgendwas von Global Britain, ruling the waves, bla bla, und will da sozusagen neuen Wohlstand schaffen. Das kann man natürlich so oder so lesen. Also ich glaube, erstens, da sind wir uns wahrscheinlich einig, aber Europa hat durchaus sowohl zwischen den Ländern als auch innerhalb der Länder zu Wohlstandsverlusten geführt. Das ist auf der einen Seite eben durch die Agenda-Politik passiert, die sozusagen nationale Abwertung in Deutschland, was letztendlich die deutsche Industrie so konkurrenzfähig gemacht hat, dass sie größten Teil Südeuropas an die Wand gedrückt hat.
die dort sozusagen dann sich verschulden mussten, um ihre Haushalte bedienen zu können, und dann über die Austerität hast du die ganzen Gesellschaften abgeräumt. Ne? Sowas nochmal zu versuchen, das sage ich ja auch in dem Buch, würde eine populistische Revolte auslösen in Südeuropa, die Europäische Union nicht überlebt. Und auch, glaube ich, einige der Demokratien da nicht. Ich glaube, die europäische Zukunft entscheidet sich in Italien. Italien ist sozusagen das Land, wo wir ganz, ganz genau gucken müssen, erstens, was da ökonomisch passiert, diese Malaise, aus denen sie nicht rauskommen, und natürlich auch, was Anerkennung angeht. Italien ist eine extrem stolze Nation, die da sozusagen jetzt hinten runterfallen zu lassen. Als Armenhaus Europas ist die Katastrophe programmiert. Also kann ich nur davor warnen, sozusagen, Italien ist, wo sich alles entscheidet. Also insofern, ich sehe da schon einen Punkt bei diesem Wohlstandsversprechen, dass Solidarität und Zusammenhalt dazugehören. Matthias, sind wir uns völlig einig. Das meine ich ja auch so ein bisschen mit diesem solidarischen Europa. Ne? Das sind ja drei Begriffe, solidarisch, souverän, Schutz, die, finde ich, zusammengehören. Aber ich glaube, was nicht funktioniert, ich glaube, da sind wir uns auch einig, ist jetzt irgendwie die Europahymne runter zu nudeln. Und das langt einfach nicht. Ja? Also man kann jetzt nicht hinsagen, 70 Jahre Frieden und Europa freut sich für eine Götterfunken und alle anderen sind Nazis. Sondern da funktioniert was nicht. Im Gebälk der EU, die Verträge, so wie sie im Moment sind, funktionieren einfach nicht. Ja? Perverserweise sind sie ja so geschrieben worden, im Endeffekt Deutschland einzuhegen, aber in letzter Konsequenz genau umgekehrt gekommen. Und dass sozusagen sich die Deutschland dadurch nochmal sagen, auf Kosten der anderen bereichert hat. Ne? Aber das ist auch völlig egal, weil wir können ja ohne den europäischen Markt und ohne die europäische Friedensordnung gar nicht überleben. Das heißt, wir müssen die Architektur Europas dringend reformieren, und dafür gehört einfach ein anderes Europabild dazu. Nicht irgendwie Schaum und Fähnchen, sondern tatsächlich eine neue Architektur und natürlich auch eine neue Verteilungsmechanismus innerhalb und zwischen den Nationen. Dankeschön, Marc. Wir haben noch einen längeren, also wir haben ganz, ganz viele Beiträge im Chat. Vielen, vielen Dank. Teilweise auch Beiträge, die aufeinander Bezug nehmen und eher dort eine parallele Diskussion abbilden und jetzt nicht direkte Fragen an unsere Referenten und Referentinnen sind. Ich würde gerne trotzdem einen Beitrag hier nochmal für alle transparent machen. Und vielleicht ist es ja einer, Daniela, auf den du noch was antworten möchtest, bevor wir dann allmählich mit Blick auf die Uhr auch schon uns dem Ende nähern. Und zwar geht es da, also es sind verschiedene Anmerkungen. Die erste lautet, dass Transformation, lieber Marc, mittlerweile auch ein sehr unklarer Begriff geworden ist. Die damit avisierten Veränderungen werden zum Teil im neoliberalen System gesehen, zum Beispiel Dulin, der gute Kapitalismus, bis hin zu einem grundlegenden, notwendigen Systemwechsel, wie auch Klaus Dürre in seinem Werk Entschuldigung, das ist ja peinlich, Neosozialismus sagt. Nach Ihren Ausführungen tendieren Sie zum Systemwechsel. Welche notwendigen Schritte würden Sie hierbei als notwendig ansehen? Also das ist jetzt eine explizite Frage, Marc, an dich. Außerdem, die Idee einer Mosaik-Linken hat ja nun bereits eine längere Geschichte und dennoch gelingt es nicht, die progressiven Kräfte zusammenzubringen. Mittlerweile hat die Rechte die Idee der Mosaik-Rechten zum Teil erfolgreich aufgegriffen. Und letzter Punkt, drittens, Hartz IV und Agenda 2010 haben gravierend zur Abspaltung und Abwertung der sich nicht mehr anerkannten Menschen und ihrer Kinder geführt und gleichzeitig zur Disziplinierung der noch im Erwerbsbezug stehenden Menschen geführt. Jetzt fehlt das zweite Ende der Frage, glaube ich. Genau, also wollen Sie da noch was hinzufügen? Ja, okay, dann können Sie das ja gerne noch machen und ich würde, Marc, die erste Frage geht ja sowieso explizit an dich, ne, mit dem Transformationsbegriff, wenn du darauf eingehen willst. Und dann würde ich gerne auch Daniela nochmal zu Wort kommen lassen, zu dem hinteren Teil. Okay, mich schon dran, okay. So, also Transformation, das ist für ein Begriff, war irgendwann diesen linker Begriff, Polanyi, ne, große Transformation. Jetzt benutzt ihn jeder. Die Grünen wollen da Klimaschutz, wir wollen was anderes. Der muss natürlich besetzt werden.
Wenn man ihn sozusagen mal so umfassend versteht, man muss sehen wir im Moment drei große Transformationen, die ablaufen, völlig egal, was wir wollen und was wir machen. Das ist erst die digitale, sozusagen der Wechsel von der Analogwirtschaft in die Digitalwirtschaft. Zweitens das Ende des fossilen Zeitalters und der Beginn eines nicht fossilen Zeitalters, sage ich mal so untechnisch. Drittens sozusagen die großen Migrationsströme weltweit und viertens das Ende der europäisch-westlich zentrierten Weltordnung. Was passiert alles? Und das wird nicht in Europa entschieden, ob das passiert. Was wir zu entscheiden haben, was wir versuchen können zu entscheiden, ist ja der Begriff der Souveränität, der die ganze Zeit rumwabert, ist, ob und wie wir das gestalten. Also wie das dann aussehen kann. Kann natürlich ja ganz anders ablaufen und selbstverständlich gibt es eine neoliberale Idee der Transformation. Da kann man ja einfach sozusagen mal abfragen im Handelsblatt, wie die aussieht. Ne? Das haben wir übrigens auch die letzten 30, 40 Jahre schon gehabt, aber nur eine Fortsetzung des Ganzen. Wenn ich sozusagen über Systemwechsel spreche, dann glaube ich tatsächlich, dass wir so radikal sein müssen, zu sagen, wir müssen uns überlegen, wie wir produzieren, wie wir uns fortbewegen, wie wir wohnen, wie wir zusammenleben wollen. Auf dieser Ebene muss sozusagen neu nachgedacht werden. Und das ist natürlich eine Irrsinns-Umbruchssituation. Übrigens, da, Anja, du hast ja, ich glaube, oder Nele hat, glaube ich, vorhin das schöne Gramsci-Zitat vorgelesen, ne? Wenn das Alte stirbt und das Neue nicht geboren wird, kommen Monster zum Tanz. Die Monster sind die rechtspopulistischen, aber es sind natürlich auch die Schreikämpfe, es sind die Kulturkämpfe unserer Zeit. Man hat ja wirklich das Gefühl, es ist Hexentanz um uns herum. Das ist genau, weil wir im Moment an dieser Situation sind, wo dieser Umbruch kommt. Und ich glaube, wir sollten nicht da sitzen bleiben im tiefen Tal, sondern wir müssen nach vorne gehen und jetzt anfangen, diese neuen Systeme zu gestalten. Ich glaube, dass dieser Weg möglich ist. Da will ich noch einen Satz sagen zu diesen, da sind ziemlich viele Fragen im Text, international, Blockbildung, China und so weiter. Also so ein bisschen mein Beritt, das ist eigentlich das Einzige, wovon ich Ahnung habe, ne? Von Haus aus, sozusagen Asien. Also wir müssen ganz genau hinschauen, was da sozusagen passiert. Ich glaube, dass eben diese Geopolitik oder die geoökonomischen Verschiebungen fast die wichtigsten Treiber sind. Sehen wir, finde ich, im progressiven Lager immer noch viel zu wenig. Gucken wir dahin, was da eigentlich passiert. Da sind mehrere Herausforderungen da. Wir gucken dann meistens auf den Systemwettbewerb. Menschenrechte, Demokratie ist sehr, sehr wichtig. Aber es geht natürlich auch darum, wie die globalen Ströme, die Handelsströme, die Energieströme und die Finanzströme in Zukunft laufen werden. Ja? Und da sehen wir im Moment sehr stark eine Richtung, erstens diese großen Verwertungs- und Lieferketten ein Stück weit weniger komplex zu machen, kürzer zu machen, zurückzubauen. Für viele Schwellen- und Entwicklungsländer ist es eine existenzielle Frage, ob sie da rausplumpsen, ja? Ob sich sozusagen ihre Märkte verschließen oder nicht, oder ob man zu den Märkten nur noch nach politischer Gefälligkeit Zugang hat. Das ist der zweite große Trend. Wir sehen sozusagen eine Blockbildung. In Asien gibt es ja dieses Regional Comprehensive Economic Partnership, das ist der größte Handelsblock der Welt, den ASEAN gegründet hat, aber den China wahrscheinlich dominieren wird irgendwann. Das heißt also, es kann sein, dass sich die globale Handelsgemeinschaft teilt in verschiedene Regionalblöcke, dass sozusagen diese Verflechtung der Weltwirtschaft, so wie wir sie jetzt sehen, ein Stück weit zurückbildet, nicht total nationale Autarkie, das ist Quatsch, aber ein Stück weit regionalisiert und dass wir auch sehen, dass die technologische Entwicklung, die im Moment ja sehr stark vernetzt war global, sich aufteilt. Also das, was wir als IT-Stack sehen, also sozusagen die technologischen Komponenten, die Chips und so weiter, sich aufteilen in verschiedenen Sphären. Da trennt sich im Moment wahnsinnig viel. Es hat mit dem Hegemoniekonflikt zwischen den USA und China zu tun, dass da ein wahnsinniger Treibsatz ist. Und wenn wir nicht aufpassen, kommen wir da unter die Räder. Ja, Europa hat jetzt schon Stichwort 5G, Stichwort Nord Stream 2 und so weiter gemerkt, wie schnell man sozusagen zwischen die Räder kommt, wenn die Elefanten tanzen. Darüber sind wir keinesfalls vorbereitet. Und ich glaube, dass sozusagen ein ganz wichtiges Element
der Erhaltung des europäischen Heimatmarktes ist. Das ist das Zentrale, was wir sozusagen haben als normsetzender Markt. Und ich glaube, dass das die größte Chance des progressiven Lagers und der Sozialdemokratie der letzten 40 Jahre ist. Wir müssen in der Lage sein, dass uns dieser Markt ernährt. Und das bedeutet, wir müssen Nachfrage in diesen Markt geben und wir brauchen einen fortsetzenden, investierenden, industriepolitisch aktiven Staat. Das ist die Rückkehr letztendlich des Keynesianismus, was da erforderlich ist. Und im Moment denken, und das sind ja meine breiten Allianzen, ne? Hört mal BDI zu, was der erzählt, ja, was die Industrieverbände aus Frankreich und Italien sagen, was auf einmal aus dem Kanzleramt kommt, was die Wirtschaftswissenschaftler, die Weisen und so weiter sagen. Das sind ganz, ganz krasse Diskurswechsel. Das sind ganz krasse Pfadwechsel, die jetzt schnell kommen. Das ist eine Riesenchance. Ja? Und da müssen wir uns so hart draufsetzen, wie es überhaupt nur geht. Ja? Weil das ist sozusagen die Chance, sozusagen wieder Rückenwind zu bekommen und tatsächlich wieder zu gestalten, statt immer nur getrieben zu werden. Und ich glaube, ich sage das wirklich überall, wir müssen als Progressive uns viel mehr um die Geopolitik kümmern. Da sind die großen Verschiebungen, aber das ist auch das Zeug, wo auf einmal sozusagen auch die andere Seite anfängt zuzuhören. Und das ist eine gute Chance. Kann aber auch noch nicht richtig losgehen. Marc, das wäre eigentlich ja jetzt schon ein richtig schönes Abschlussstatement gewesen. Genau, ich habe auch viel Nicken auf den Bildschirm gesehen, die ich sehen kann. Gleichzeitig habe ich ja auch versprochen, dass wir noch eine Frage beantworten und Daniela, du auch noch mal zu Wort kommen kannst. Und vielleicht kannst du ja auch schon ein Abschlussstatement daran dann anschließen. Und zwar ging es um die Frage, dass Hartz IV und die Agenda 2010 gravierend zur Abspaltung und Abwertung der sich nicht mehr anerkannten Menschen und ihre Kinder geführt und gleichzeitig zur Disziplinierung der noch im Erwerbsleben Stehenden geführt hat. So. Und die Frage, die sich daran anschloss, war, inwiefern kann die SPD hierzu, also Hartz IV Agenda 2010, auf eine selbstkritische Bearbeitung verzichten? Ein bloßes Proklamieren der Abschaffung reicht meiner Meinung nach nicht. Das kann ich sehr gut mit einem Abschlussstatement auch verknüpfen. Also ich will vielleicht aber als erstes nochmal, was mir wichtig ist, zu diesem Gärtnerbild der Stadt, das als Gärtner nochmal eingehen, Stefan. Tatsächlich verwendet Marc den und so finde ich ihn auch schlüssig in Bezug auf das Verhältnis zwischen Staat und Markt. Also zwischen Staat und Marktwirtschaft. Und da finde ich es richtig. Da finde ich auch, da finde ich Stutzen richtig und da finde ich auch jeden richtig. Du hast vollkommen recht, in Bezug auf Menschen fände ich das ein an vielen Stellen sehr merkwürdiges Bild. Ich möchte keinen Staat, der irgendwelche Menschen stutzt und auch nicht gießt und schon gar nicht jätet. Nur damit wir hier klar sind, aber in Bezug, gerade weil mir das auch wichtig ist, neben der Fokus auf Geopolitik ist mir eben auch der Fokus, dass man überhaupt mal in die politischen Köpfe, das politische Denken wieder ein bisschen Sachverstand in Bezug auf politische Ökonomie reinbringt und Haltung an der Stelle reinbringt, wichtig. Und da freue ich mich ehrlich gesagt sehr, dass wir mit Norbert Walter-Borjans einen Vorsitzenden haben, der da Sachverstand mitbringt und auch die Debatte in die Richtung schon einen ordentlichen Schritt vorangebracht hat. Und dann bin ich schon ein bisschen bei der Frage von Heidi Diesner zu Hartz IV. Die will sie aber noch mal ein bisschen weiter aufdröseln. Und zwar treibt mich ja die Frage rum, wie kriegen wir eigentlich diese Menschen, die sie gar nichts ändern wollen, die zwar sehen, es ändert sich total viel und eigentlich auch wissen, dass man was ändern muss, dazu in eine Veränderungsbereitschaft zu kommen. Also sozusagen, Marc hat es ja richtig ausgeführt, die Veränderung findet statt und wir haben eigentlich nur die Entscheidung zwischen Change by Design, also selbstbestimmten Verändern, oder Change by Disaster, dass wir eigentlich einfach nur fremdbestimmt verändert werden von denjenigen, die die Macht haben. Und das sage ich jetzt, und die meisten Menschen sind lohnabhängig beschäftigt, die haben überhaupt gar kein Interesse, dass sie fremdbestimmt verändert werden. Die müssen eigentlich ein gravierendes Interesse haben, dass die sowieso passierenden Veränderungen in ihrem Sinne passieren. Im Moment ziehen sie sich aber zurück und sagen, na, lieber die AfD, die mir sagt, es gibt gar keinen Klimawandel, oder lieber die AfD, die sagt, es gibt gar keine Migration, oder ich will gar keine Migration, oder lieber die AfD, die mir sagt, ach,
zu Digitalisierung ist eh egal, ja. Also, die sozusagen diese in der Vermeidungshaltung sind. Und das hat, glaube ich, extrem viel mit Hartz IV auch zu tun, mit der Erfahrung, sozusagen schon mal Strukturwandelerfahrung gemacht zu haben, sowohl in der Nachwendezeit, das ist jetzt eine ostdeutsche Perspektive, in der Nachwendezeit durch die Treuhand und dann nochmal mit der Agenda-Politik obendrauf, sich sozusagen ja, auf sich selbst zurückgeworfen zu fühlen, einen Staat zu erleben, der sich vollkommen gegen sie wendet, gefühlt, der ihnen ökonomisch den Boden entzieht. Und deswegen ist es für Sozialdemokratie auch extrem wichtig, sich das nochmal zu überlegen, was ist damals passiert und was für Schlussfolgerungen ziehen wir daraus, wenn wir diese Menschen wieder mitnehmen wollen. Wir wollen sie ja gerade begeistern oder behaupten, dass wir Veränderungsprozesse hinbekommen, dass wir die Klimakrise bewältigt bekommen sozial, dass wir die Digitalisierung bewältigt bekommen. Und deswegen, Marc, war vorhin auch mein Punkt, was ist eigentlich das Ziel? Ich glaube, dass die politische Linke da schon auch liefern muss und sagen muss, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und dass sie sichtbar machen muss, du hast es vollkommen richtig gesagt, man muss Beispiele benennen können, wo es greifbar ist. Was soll es denn werden? Wohin soll es denn gehen? Zu zeigen, dass es geht, ist, glaube ich, extrem wichtig, wenn man Menschen, die schon sehr unangenehme Erfahrungen mit Veränderungen gemacht haben, sozusagen in den Modus zu holen, ja, okay, das glaube ich dir und ich weiß, im Grunde ihres Herzens wissen die Leute alle, dass da was passiert wird. Sie haben nur kein Vertrauen, sie sehen nur niemanden, der ihnen einen Weg zeigt. So. Und da, das finde ich die große spannende Frage. Die Mehrheiten dafür zu schaffen, ist das eine, aber zu sagen, was ist denn da eigentlich, was kommt denn da, das finde ich die andere große Frage. Da bin ich nochmal bei Hartz IV, weil eigentlich eine Frage. Ich glaube auch, dass es richtig ist, da mehr zu machen, als sich abzuwenden. Aber es war trotzdem für die SPD extrem wichtig, das Sozialstaatspapier zu verabschieden und zu sagen, wir diskutieren jetzt nicht mehr, ob Hartz IV ja oder nein, also nicht mehr über das Ob, sondern wir diskutieren jetzt über das Wie. Also wie soll ein Sozialstaat aussehen, den wir gut finden? Ein Sozialstaat auf Augenhöhe, in dem eine Kindergrundsicherung drin ist, der anders mit Menschen umgeht, in dem ein Recht auf Arbeit auch als Gegenangebot gegen ein bedingungsloses Grundeinkommen mal eine Form von Sozialstaatlichkeit erscheinen, dass die eben weggeht von dem, ist jetzt Hartz IV unantastbar, ja oder nein, gut, böse, schwarz-weiß. Und insofern finde ich schon, dass die SPD einiges anzubieten hat, auch konkret auf den Tisch gelegt hat, wie wir den Sozialstaat reformieren wollen. Es hat andere Gründe, dass das vielleicht nicht so stark durchschlägt, wie es durchschlagen sollte. Aber vollkommen korrekt ist, man darf nicht bei wir lassen Hartz IV hinter uns stehen bleiben, sondern man muss es konkret ausbuchstabieren. Dankeschön, Daniela, auch für diesen Abschluss deinerseits. Matthias, ich habe bei dir schon gesehen, du hast an verschiedenen Stellen genickt, vor allen Dingen auch darum, ne, als Daniela auf wie funktioniert es, Leute für Veränderungen zu begeistern, die damit in der Vergangenheit eher schlechte Erfahrungen gemacht haben. Geht ja auch in die Richtung der breiten Allianzen, Marc, von denen du sprichst. Matthias, was möchtest du zum Abschluss noch in die Runde geben? Ja, ich würde erstmal, ja, um auf das Buch zurückzukommen, das ja die Grundlage unserer Diskussion ist. Ich möchte dir erstmal danken, Marc, für den Beitrag, für die Intervention, die ja so ein Buch auch immer ist. Ich glaube, es ist ein wirklich nützlicher und auch motivierender Denkrahmen für die Debatten, die wir führen müssen. Es ist ja nicht so, dass man heutzutage Bücher schreibt und das sind dann Evangelien oder so, sondern es ist ja eine Anregung für unsere Debatten. Und ich finde wichtig, die Perspektive an dem Buch, du beschreibst die Veränderungen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, sowohl jetzt hier in der Veranstaltung als auch in dem Buch. Aber du beschreibst halt auch den Pluralismus unserer Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir akzeptieren und anerkennen müssen. Dieser Pluralismus wird bleiben und auch die gesellschaftliche Vielheit wird bleiben. Und die Vorstellung, dass auch politische Akteure vielleicht einfach nur ein paar Dinge wieder richtig machen müssen oder ein bestimmtes Programm machen müssen oder irgendeine bestimmte Person von ran stellen und dann kriegen sie in einer pluralen Gesellschaft wieder 40% oder so, das wird, glaube ich, nicht passieren, sondern wir müssen auf Dauer mit dieser Vielheit auch umgehen und daraus auch eine gewisse Stärke gewinnen. Und da ist dieser Ansatz, Plattformen zu schaffen, auf denen verschiedene Allianzen sich wiederfinden, ist da, glaube ich, ein sehr guter Ansatz, den man durch verschiedene Dinge durch,
diskutieren. Dann kann man im Einzelnen auch zu einzelnen Punkten auch mal unterschiedliche Meinung sein. Aber es ist klar, dass die Gesellschaft, so vielfältig wie sie ist, trotzdem in der Lage ist, unsere Systemkrisen, wie du es nennst, auch zu überwinden, indem sie sich eben in verschiedenen Konstellationen auch zusammenschließt und wirkliche Veränderungen schafft. Und ich glaube, das ist das ermutigende Signal, was von dem Buch ausgeht. Und das ist auch etwas, worüber ich gern in den nächsten Monaten, ich sage es jetzt mal auch mit Hinblick zur Bundestagswahl, lieber diskutieren würde, als über irgendwelche Nebensächlichkeiten und irgendwelche Äußerlichkeiten, wie wir das zum Teil jetzt tun. Dankeschön, Matthias. Nochmal das Starkmachen des Positiven hier zum Ende. Und Marc, dann würde ich vorschlagen, dass du als derjenige, der uns auch mehr oder weniger zu diesem Abend hier zusammengebracht hat und eingeladen hat, jetzt die abschließenden Worte sprechen darfst. Ich habe eigentlich schon genug geredet heute Abend, deswegen mag ich es echt kurz. Wir sind ja auch schon über Zeit. Ihr habt das echt beide gut zusammengefasst eben. Es ist nicht mehr die Gesellschaft von vor 100 Jahren, es ist nicht mehr die Ökonomie von vor 50 Jahren und wir können nicht mit den Politikmitteln von vor 30 Jahren den Laden gestalten. Läuft nicht mehr. Ja. Das heißt, vieles, was man vielleicht in den 90er Jahren noch gemacht hat, Politik als Marketing, Catch-all-Allianzen, Marktforschung und so weiter, ist wirklich vorbei jetzt und wir brauchen einen anderen Politikansatz. Ich fand es wirklich ermutigend, was du gesagt hast, Daniela, zu diesem Braunkohleausstieg, wie sehr sozusagen die Konzentration auf das Wie tatsächlich das Gespräch verändert. Das ist ziemlich genau auch meine Erfahrung. Und meine Erfahrungen sind meistens in Asien, aber auch dort wird über große Transformationen geredet. Und da stinkt es und kracht es übrigens genauso im Gebälk wie hier, sozusagen teilweise noch viel heftiger, weil die Transformationen dort so schnell sind. Aber das ist genau meine Erfahrung. Also wir müssen sozusagen statt uns irgendwie diese puristischen 100% Geschichten um die Ohren zu schlagen oder wirklich nur sozusagen ganz klein irgendwie Schritte zu gehen, darüber reden, wie man eine Gesellschaft gestalten kann und wie man den Wandel gestalten kann. Und dann kommt da auch ein Momentum rein und ich glaube, dann kommen wir auch wieder aus dieser Trägheit raus, in dieser Lethargie, in der die Gesellschaft gerade steckt. Also insofern, transformativer Realismus bedeutet auch, dass man realistisch optimistisch ist. Ich bin's und ich danke euch wirklich sehr, sehr für die spannende Debatte und mal vielen Dank an Anja und das Team für die Einladung und für die vielen spannenden Fragen. Dankeschön. Dankeschön auch von mir. Das Cover des Buches haben jetzt alle gesehen. In diesem Sinne, schauen Sie, wo Sie es sich besorgen können, um nochmal nachzulesen und auch mehr über die Leuchttürme und alles Weitere zu erfahren. Gut, in diesem Sinne vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns hier zu diskutieren, zu streiten und bis zum nächsten Mal.